Tor oder kein Tor, jetzt kommentieren. Was geht ab, Freunde? Meteor am Start. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PM TV. Und heute gibt's das mega, mega, mega Topspiel zwischen Platz 1 und Platz 1. Da steht zwar Platz 2, aber beide Mannschaften haben noch keinen Punktverlust zugelassen. Wir spielen auswärts im Waldbreitbach bei der SG Niederbreitbach, Waldbreitbach. Und das ist das Spiel der Saison bis jetzt, Freunde. Wir starten in folgender Aufstellung. Ich beginne im Tor, davor Yannick, Sido, Sebo und Milan. Auf der 6 Tim und Siggi, links Jan, rechts Phil. Auf der 10 Silas und vorne drin beginnt Memo, unser Bomber. Auf der Bank haben wir dann noch den Hardy, den Benny, Merchan, Fabs und Oscar zusammen mit Matsch als Trainer und Rico und Jason als Betreuer. Wir spielen in den roten Trikots von links nach rechts. Ihr seht schon die Platzverhältnisse, sehr, sehr schwierig. Naturrasen, es hat am Wochenende einiges an Regen gegeben und ihr hört im Hintergrund, es gibt eine Blaskapelle, die da gerade noch spielt. Es war zeitgleich noch Oktoberfest in Waldbreitbach, so wie es auf dem Dorf sich gehört, Freunde. Und es ist sehr, sehr schwer gewesen für uns hier ins Spiel zu kommen. Ihr seht, Memo ist am Wegrutschen. Es werden noch einige Aktionen kommen, wo die Akteure Probleme haben mit dem Untergrund. Jetzt kommt der erste Ball lang nach vorne rein, aber Fall kann den Ball klären. Die Nummer 9 rutscht er jetzt auch aus und fasst sich an den Oberschenkel. Das ist leider die erste traurige Nachricht. Ihr seht es schon am linken Bildschirmrand. Er humpelt da und muss leider nach 2,5 Minuten hier schon das Spielfeld verlassen. Und wir wünschen an dieser Stelle nochmal alles als Gute, gute Besserung ins Vital. Wir hoffen, dass er ganz bald wieder fit ist und auf den Fußballplatz zurückkehren kann. Wir hatten jetzt in den ersten Minuten mit dem Wind und mit dem Untergrund zu kämpfen. Die Gastgeber sind natürlich den Naturrasen gewohnt. Und wir haben hier die erste Aktion für uns jetzt mal. Milan bringt die Flanke rein. Der Ball wird erst einmal abgefälscht und Memo bekommt den Ball. Und er läuft in sich hier und macht den Ball fest, ist an der Eckfahne und schaut und schießt den Gegner an und holt die erste Ecke für uns raus. Die Ecke kommt rein und segelt an Freund und Feind vorbei. Kann erst einmal geklärt werden. Blau versucht da rauszurücken, Silas hat den Ball und Ding Dong, das rappelt im Karton, Freunde. Das ist der Marco, ein alter Schulkollege von mir, hat den Ball leider in die Weichteile bekommen. Er konnte zum Glück weiterspielen. Ich hoffe, dass da alles noch in Ordnung ist. Und jetzt haben wir den nächsten Angriff von Niederbreitbach, aber Milan kann den Schuss super blocken. Und es geht hier fröhlich los, beide Mannschaften spielen munter nach vorne. Und hier haben wir auch direkt den Konter. Silas versucht, den Ball auf den Memo zu bringen. Kann erst einmal geklärt werden. Jetzt kommt der Siggi an den Ball, spielt ihn zurück. Milan bekommt ihn, aber es geht direkt wieder in die andere Richtung. Aber dadurch, dass es so rutschig war auf dem Rasen, konnte man wirklich nicht so viele kontrollierte Bälle spielen. Memo kommt jetzt an den Ball, kann ihn erstmal festmachen. Und er schnappt sich den Ball, schießt und der Torwart kann im Nachfassen diesen Ball parieren. 13. Spielminute. Wir machen hier einen ruhigen Spielaufbau. Der Sebo hat den Ball und versucht ihn erstmal nach vorne zu chippen auf den entgegenkommenden Memo. Der Ball flutscht durch. Siggi bekommt diesen Ball und spielt ihn jetzt weiter in die Gasse. Da ist der Phil, der in den Strafraum reingeht und den Ball in die Mitte bringt. Da ist der Jan und das ist die erste richtig gute Gelegenheit für uns gewesen. Gut gespielt von unseren Jungs. Leider wurde dieser Angriff nicht belohnt. Der Abstoß vom Torwart kommt jetzt nicht so weit und kann nicht kontrolliert werden. Jan bringt den Ball direkt in die Spitze und der Abwehrspieler hat eigentlich den Körper davor. Phil kann sich davor sneaken und macht das Ding rein. Das ist das 1-0 für die Kickers im Topspiel. Nach 14 gespielten Minuten, die Bank rastet vollkommen zurecht aus. Super erkämpft vom Phil, konnte den Körper davor schieben. Wir schauen nochmal drauf und eigentlich ist der Abwehrspieler davor, aber der Phil irgendwie klang und heimlich aus dem Hintergrund und der zieht da ab und lässt dem Torwart keine Chance. Das ist jetzt keine Kopie von vorhin. Sebo hat den Ball wieder, spielt ihn aber diesmal auf den Milan. Der ist jetzt derjenige, der den Ball nach vorne sucht in den Lauf von Silas. Der Ball wird verlängert. Es ist ganz schwer hier auf dem Untergrund, aber der Lars, ein alter Mannschaftskollege von mir. Ich habe auch ein Jahr bei Niederbreitbach gespielt. Und der kann die Grätsche auspacken und holt sich den Ball wieder. Danach gibt es einen Freistoß. Diesen schauen wir auch an. Der Ball kommt nach vorne, wird erst einmal verlängert. Falk kann auch nicht so ganz unter den Ball hauen.
Und irgendwie geht es hier hin und her. Der Ball kann nicht richtig geklärt werden. Jetzt kommt er auf den Phil. Der verlängert ihn auf den Memo. Memo hat ein bisschen Platz, sucht den Abschluss, aber trifft den Ball nicht richtig. Somit geht der Ball rechts am Tor vorbei. Jetzt haben wir einen Freistoß für Niederbreitbach. Der Ball kommt in den Strafraum rein. Und wir können ihn erst einmal wieder klären. Die Nummer 25 hier, der Andi, versucht hier eine Schussposition zu finden. Kriegt ihn aber nicht, denn der Sigi und der Yannick passen super auf. Und jetzt gibt es wieder hier auf dem Naturrasen eine super Grätsche à la Sergio Ramos. Und der Ball wird geklärt. Wenig später landet dieser Freistoß am Außennetz. Da habe ich ziemlich Glück gehabt. Da schauen wir auch mal auf die GoPro. Perspektive mit dem linken Fuß gut versucht hier um die Mauer zu ziehen und ich weiß nicht, ob ich den wirklich gekriegt hätte. Habe ich Glück gehabt, dass ich die Mauer weit genug rechts gestellt habe, damit ja da nicht so viel Platz war. Sebo spielt jetzt den Ball nach vorne und ihr seht, es ist ganz schwer, diese Bälle zu kontrollieren. Es war wirklich eine Herausforderung an diesem Tag, wirklich Fußball zu spielen. Memo hat jetzt den Ball, treibt ihn, steckt ihn super durch auf den Jan. Riesengelegenheit, super gehalten vom Schlussmann der SG Niederbreitbach, Waldbreitbach. Das war eine Riesengelegenheit für uns, unsere Führung auszubauen. Danach versuche ich den Ball hier nach vorne zu schlagen. Das Kopfball kann erstmal Niederbreitbach gewinnen. Der Marco versucht den Abschluss. Ihr seht, Tim und Milan rutschen da aus. Aber der Ball bleibt tatsächlich noch im Feld liegen, weil der Rasen wurde tatsächlich 2 Tage später erst wieder gemäht. Da hatte ich nämlich ein Spiel als Schiedsrichter vor Ort. Und dann war er schon wieder ein bisschen besser in einem Zustand, weil es nicht mehr so viel geregnet hatte. Wir haben nochmal einen Eckball hier von uns. Silas sucht den Abschluss, aber da ist wieder ein Fuß von dem Blauen dazwischen. Die nächste Ecke, Memo kommt hier mit dem Kopf dran, setzt hier super nach, holt sich die Pille zurück, geht jetzt ins 1 gegen 1, schaut, ob er jemanden in der Mitte findet, legt den Ball jetzt ab auf den Silas, der legt ihn auf den rechten Fuß, bringt den Chip auf den Falk, aber der Ball wird zu lang und wird vom Torwart abgefangen. In der nächsten Situation wird ein Einwurf von uns abgefangen und der Ball kommt jetzt lang nach vorne und jetzt ganz genau hinschauen. Ich stehe da am Strafraum, gehe dann wieder einen Schritt zurück und stehe da gerade noch so drin. Da wurde von außen auch gesagt, ob ich da nicht außerhalb war mit dem Ball. Ich sag mal so, ich glaube, mein Bauch war vielleicht außerhalb des Strafraums, aber der Ball war noch drin. Also eine knappe Kiste, aber ich stand wirklich noch drin. Sehr, sehr knapp gewesen und wir versuchen hier den Gegenangriff zu fahren. Silas macht das hier super, spielt den Ball jetzt raus auf den Phil, der den Ball mitnimmt. Das sieht super aus, geht am Gegenspieler vorbei, probiert den Abschluss mit links und jetzt wird's kurios, der Ball ist tatsächlich auch noch drin und ihr seht, der einsetzende Regen, es wird jetzt nicht einfacher vom Untergrund und der Jan holt hier sogar noch eine Ecke raus. Wir schauen auf diesen Eckball, der Ball kommt aufs Tor gezogen und der Torwart hat diesen Ball auch im Nachfassen. Jetzt haben wir einen Einwurf, den wir abfangen können. Silas auf dem Phil, dann weiter auf dem Memo. Der schaut, guckt, könnte ablegen, sucht den Abschluss. Und da wäre vielleicht die Option auf der linken Seite doch die bessere gewesen. Wir neigen uns hier dem Ende der ersten Halbzeit zu. Der Ball wird hier super verlängert von unseren Jungs vorne. Der Jan kann den Ball nicht kriegen, kriegt ihn jetzt vom Phil wieder zurück mit dem linken Fuß. Vielleicht ein bisschen zu überhastet auf diesem Rasenplatz abgeschlossen. Wie gesagt, der Ball ist teilweise versprungen, wie er wollte. Jetzt verliert der Sigi erst einmal den Ball, setzt da jetzt super nach, versucht den Ball zurückzuholen. Das gelingt ihm auch hier und dann kann er ihn weiterspielen auf dem Memo. Memo nimmt den Ball an, spielt ihn durch. Da ist der Silas, er läuft aufs Tor zu, wird jetzt gehalten. Fällt er nicht? Nein! Er sucht den Abschluss und wir erwarten dann natürlich einen Pfiff, aber er kam zum Abschluss. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare, ob das für euch ein Foul ist oder nicht. Ich denke, wenn er zum Abschluss kommt, ja, was will man da machen? Wäre gefallen, hätte man auf jeden Fall über einen Strafstoß und eine rote Karte vielleicht sogar nachdenken können, weil das war der letzte Mann ohne Ballorientierung. Und somit sollte das 2:0 für uns hier nicht fallen. Der Einwurf vom Yannick kommt jetzt hier irgendwie zum Sigi, aber dann im letzten Moment kann der Ball noch einmal zur Ecke geklärt werden. Jetzt ist der Phil derjenige, der den Ball hier reinbringt. Memo kommt nicht ganz zum Kopfball. Niederbreitbach kann den Ball erst einmal klären. Wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Der Ball kommt jetzt zum Falk. Ihr seht schon, man musste richtig aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Ich spiele den Ball hier jetzt zum Falk zurück. Und Niederbreitbach macht da Druck. Falk haut das Ding lang nach vorne. Ich weiß gar nicht, ob der Memo hier im Abseits stand. Aber es wurde nicht gepfiffen. Der Ball wird verlängert. Phil schießt und der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei. Und wir schauen auf die Statistiken der ersten Halbzeit. Und man kann es sehen, dass wir richtig gut im Spiel waren. Wir hätten uns durchaus mit dem ein oder anderen Törchen noch belohnen müssen. Der Regenschirm auf der linken Seite auch on point. Also ihr seht, die Wetterbedingungen waren wirklich
sehr, sehr herausfordernd. Und ja, 8 Torschüsse hatten wir, die Gegner 3. Wir haben wenig aus dem Spiel heraus zugelassen. Wirklich vieles bei den Gastgebern ging über die Standards. Und wir springen in eine zweite Halbzeit, die es jetzt in sich haben sollte. Jetzt gibt es hier erstmal einen Foul, wird nicht gepfiffen. Der Ball kommt in die Mitte, da kommt der Jan an den Ball. Aber kann den Ball nicht weiterspielen, rutscht jetzt hier auch nochmal weg. Niederbreitbach versucht jetzt hier einen Gegenangriff einzuleiten. Silas hier mit sehr viel Körpereinsatz, muss ich sagen. Der Schuss geht knapp am linken Pfosten vorbei. Und wir haben direkt hier zu Beginn der zweiten Halbzeit ein Zeichen gesetzt. Der Ball wird jetzt hier von Yannick super verlängert auf den Phil. Der geht jetzt ins 1 gegen 1, zieht den Abwehrspieler gut mit raus, aber der Ball in die Mitte zum Yannick kommt nicht an. Niederbreitbach versucht jetzt hier spielerisch zu lösen und wir machen Druck. Die beiden da vorne bleiben drauf und Phil bekommt den Ball zurück, spielt ihn in die Mitte. Da ist der Memo. Memo guckt, schießt und super gehalten vom Keeper. Wieder mit dem Fuß zur Stelle und wir haben direkt die erste Tormöglichkeit in der zweiten Halbzeit hier gehabt. Jetzt kommt der Ball irgendwie verlängert durch den Strafraum. Die nächste Chance für den Jan und schaut euch das an. Riesig schöne Szene von den beiden, wie der Memo sich den packt und sagt, ey, du machst den nächsten jetzt hier rein. Und wie gesagt, ja, Standards, das war das Thema bei den Gastgebern. Der Ball kommt hier in den Strafraum gesegelt, aber Falk kann im letzten Moment den Ball klären und wir versuchen hier schnell rauszurücken. Der Silas hier gegen den Abwehrspieler wird gehalten, geht vorbei, wird wieder getroffen, lässt sich nicht aufhalten. Der Silas spielt den Ball jetzt in die Mitte. Da ist der Phil am zweiten Pfosten, aber der Ball ist ein wenig zu steil. Phil hält den Ball im Spiel, guckt, wen er anspielen kann, spielt ihn jetzt aber zurück auf den Yannick, weil mittlerweile genug Blaue zurückgeeilt sind. Tim ist jetzt hier am Ball, geht jetzt ins 1 gegen 1. Das ist aber ganz gefährlich auf diesem nassen Untergrund und wir machen den Ball ruhig und spielen einmal komplett hinten herum. Ich spiele jetzt einen langen Ball nach vorne, denn auf der rechten Seite war ein bisschen Platz. Der Ball kann vom Jan super verlängert werden und da ist der Silas und der wird ganz klar gehalten. Und ja, dafür gab es auch, glaube ich, die gelbe Karte. Und wir haben einen Freistoß außerhalb vom Strafraum bekommen. Memo versucht's mal, aber der Ball geht ziemlich deutlich über die Kiste. In der nächsten Szene rutscht der Basti hier beim langen Ball und der kommt postwendend zurück. Memo nimmt den Ball an und geht am Abwehrspieler vorbei, wird noch gehalten, spielt den Ball in die Tiefe. Aber dadurch, dass der Ball so schnell wird auf dem nassen Rasen, wird er ein bisschen zu lang. Jan macht die Schussfinte, bringt jetzt die Flanke in die Mitte rein. Da ist der Silas, aber der Ball ist sauschwer zu kontrollieren und wir können da keinen Torabschluss draus gewinnen. Jetzt sind wir zweimal mit dem Kopf am Ball. Yannick kommt in die Mitte geeilt, kann aber den Ball nicht behaupten. Jetzt über die rechte Seite, die Nummer 8 in Blau, treibt den Ball, sucht die Flanke in die Mitte. In der Mitte kommt ein Kopf an den Ball, aber danach ist der Yannick, der den Ball erst einmal klären kann. Und dann gibt es ein Foulspiel, aber ihr seht es, Fair Play an diesem Tag, wirklich von beiden Seiten ein sehr, sehr faires Spiel. Ich schlage den Ball jetzt nach vorne raus und jetzt meint der Phil zwar hier gefoult worden zu sein, es wurde nicht gepfiffen, der Ball kommt wieder zurück, wird verlängert. Jetzt ist die Nummer 7, die an den Ball kommt, legt den Ball vorbei, da ist der Falk mit der Hand am Ball und es gibt einen Elfmeter, ich denke, den muss man auf jeden Fall geben, hat der Falk auch später gesagt. Und den Elfmeter schießt der Marco, ich bin dran und der Ball landet im Netz. Das ist das 1:1, sehr, sehr ärgerlich für uns. Habt ihr vielleicht schon auf Social Media gesehen, ich war mit beiden Händen dran, richtig ärgerlich. Der war ein bisschen hoch für mich, ich bin nach unten gegangen. Und ja, ihr seht's, ich bin richtig abgefuckt, richtig bedient, dass ich diesen Ball nicht gehalten habe. Und ja, wurde dann trotzdem von den Jungs hier motiviert, weiterzumachen. Wir haben noch 20 Minuten auf der Uhr im Topspiel der beiden Tabellenführer. Und wir schauen auf die erste Aktion nach dem Anstoß von uns. Da hat der Yannick den Ball auf der linken Seite, spielt den Ball in die Mitte. Sigi dreht auf, aber der Spieler in Blau passt auf, holt sich den Ball zurück. Aber Tim hat den Braten auch gerochen. Jetzt wieder Kickers am Ball. Das Spiel geht hin und her. Memo behauptet die Pille hier. Geht an 2 Spielern vorbei, 3 Spielern vorbei. Die Grätsche von hinten kommt. Für mich ein klares Foulspiel. Es wird hier weitergespielt. Ich sehe da für uns ehrlich gesagt keinen Vorteil. Aber es gab keinen Pfiff. Yannick macht hier nochmal Druck, holt den Einwurf für uns raus. Und es gibt natürlich nochmal ein Shake Hands. Der Ball wird jetzt vom Sebo zu mir zurückgespielt. Ich spiele ihn auf die Mitte. Da ist der Siggi, lässt ihn klatschen auf den Tim. Das ist fußballerisch sogar richtig gut gelöst von uns. Silas bekommt den Ball und steckt ihn jetzt perfekt durch auf den Phil. Der ist auf der linken Seite durchgestartet. Wir wollen hier unbedingt wieder in Führung gehen. Phil kann den Ball im Feld halten, spielt ihn jetzt zurück auf den Silas. Silas hat ein bisschen Platz, sucht den Abschluss durch die Beine vom
vom Abwehrspieler, aber der Torwart von der SG hat den Ball im Nachfassen. Auf der linken Seite gibt es jetzt einen Einwurf für die Gastgeber. Falk kann den Ball erstmal klären. Memo nimmt ihn wunderbar an mit der Brust, spielt ihn No-Look durch auf den Silas. Silas ist durch, Silas steht vom Torwart und er schiebt das Ding ein. Das ist das 2:1 für die Kickers. Die Antwort 5 Minuten nach dem Elfmeter und richtig gut gemacht hier von unseren Jungs. Super, nach dem Einwurf von Blau. Wir schauen nochmal drauf. Wir können den Ball hier zurückholen. Und der Memo nimmt den Ball an, hat ein bisschen zu viel Platz hier. Das nutzt er direkt eiskalt. Und es ist nie und nimmer abseits. Silas ist da nicht mehr zu halten. Und dann schiebt er ihn eiskalt am Torwart vorbei ins linke Eck. Und wir gehen in Führung. Jetzt die letzten Schlussminuten. Nochmal ein Einwurf von uns in die Mitte. Memo versucht irgendwie mit dem Fallrückzieher den Ball scharf zu machen. Und wir kommen hier in Person von Silas nochmal an den Ball. Und im Nachfassen hat der Torwart diesen Schuss auch wieder. Auf der anderen Seite gibt es jetzt einen Freistoß für die Gastgeber. Der erste Ball landet in der Mauer. Danach wird der Ball nochmal scharf gemacht. Kommt in den Strafraum reingesegelt. Ich rufe Torwart, komme mit den Händen an den Ball. Und dann gibt es auch den Pfiff. Und da wird sich direkt wieder entschuldigt, Freunde. Wie gesagt, an diesem Tag sehr, sehr faire Partie gewesen. Wir schauen nochmal drauf. Und ihr könnt mal kommentieren, ob ich bei diesen Aktionen mit Knie voraus reingehen sollte. Ich bin ehrlich, wenn ich das mache, dann hat der Lars am Tag später auf jeden Fall Rückenprobleme. Aber es wurde auf Torwartfoul entschieden, was meiner Meinung nach richtig war. Hier kommt auch der Schubser in den Rücken. Wurde nicht geahndet. Wir bleiben in der Aktion drin. Jan versucht, den Ball zurückzuholen. Da ist aber der Memo, der jetzt den Ball festmacht. Wird nochmal festgehalten, geht aber am Gegenspieler vorbei. Steckt den Ball jetzt durch auf den Silas, aber der Ball ist ein bisschen zu lang. Jetzt haben wir einen Einwurf auf der linken Seite. Eben konnten wir daraus ein Tor erzielen. Wir versuchen den Ball wieder zurückzugewinnen. Da ist der Tim, der das Kopfballduell erst einmal gewinnen kann. Wir halten alles dagegen, was wir haben. Jetzt bekommt der Marco den Ball. Der dreht sich und schießt und haut das Ding in die Maschen. Was ein Strahl, Freunde. Und ja, das war tatsächlich der erste Torschuss von den Gastgebern aus dem Spiel heraus. Und dann so eine Fackel. Also wir schauen da auch nochmal in der Zeitlupe drauf. Was für ein Ding. Also den, da konnte ich nur gucken, bin ich ehrlich. Richtig starker Schuss von Marco. Wir schauen mal auf die Hintertorperspektive. Und hier könnte man vielleicht sagen, dass ich vielleicht ein bisschen zu weit rechts stehe. Aber ich glaube, in diesem Leben halte ich diesen Schuss nicht mehr. Vielleicht ein anderer Keeper, aber ihr seht es an meinem Gesichtsausdruck. Ich war richtig bedient. Wir hatten das Spiel eigentlich echt in der Hand, aber haben hier kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert. Es gab dann 5 Minuten Nachspielzeit. Diese sollten dann auch wichtig sein. Und die erste Aktion ist dann hier ein härteres Einsteigen. Wird sich zwar direkt entschuldigt, aber dafür gab es keine gelbe Karte. Was jetzt gleich auch von Bedeutung sein sollte, denn unsere Seite hat eine gelbe Karte erwartet und das ist natürlich an der Bank auch ein Thema. Es wurde aber nicht laut reingerufen, es wurde an der Bank darüber diskutiert und jetzt entscheidet der Schiedsrichter jedoch darauf, ja, dass das Meckern ist, was vollkommen in Ordnung ist und dafür gibt es dann, ich glaube, der Matsch hat die gelbe Karte bekommen, weil er der erste Teamoffizielle ist und dann müsste auf der Außenlinie weitergehen, aber die Spielfortsetzung ist 2 Meter im Feld und der Freistoß segelt in den Strafraum rein, wird verlängert, aber daraus sollte jetzt nichts passieren. Aber ich glaube, man hätte auf der Linie den Freistoß machen müssen. Ihr könnt gerne mal kommentieren, wie ihr das seht. Der Ball wird jetzt hier direkt wieder zurückgespielt. Wir versuchen dazwischen zu gehen. Mit allem Mann wird jetzt hier verteidigt. Der Sigi holt den Ball sich zurück. Und jetzt haben wir hier den Silas, der sich den Ball zurechtlegt. Wurde irgendwie ein Freistoß gepfiffen. Und dann wird der Ball auch vollkommen zurecht nochmal ein paar Meter zurückgelegt. Der lange Ball von Sebo kommt nach vorne. Kann erst einmal geklärt werden. Wir sind in der 93. Spielminute. Jetzt eine super Chance. Super verlängert. Phil vor dem Torwart. Und der Pfiff bleibt aus. Und ihr seht es, wir haben vehement einen Elfmeter gefordert. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, ich glaube, der Torwart hat ihn gehalten. Wir schauen da jetzt nochmal drauf. Tatsächlich hat der Phil den Ball weggespitzelt und dann wird er voll umgegrätscht. Und das erklärt auch die Reaktion vom Torwart, dass er komplett ruhig bleibt. Und wir schauen nochmal drauf. Also für mich ist das nachträglich gesehen ein ganz klarer Elfmeter, weil es ist kein Halten, keine Parade vom Keeper, sondern eine Grätsche mit den Füßen voraus. Und ja. Schade an dieser Stelle auf jeden Fall, weil ich kenne es auch als Torwart, weil so reagiert kein Torwart, der gerade eine 100%ige Torchance vereitelt hat. Und somit gibt es keinen Elfmeter. Der Film musste lange behandelt werden und danach gibt es eine kuriose Szene. Der Schiedsrichter hat die Spieler verwechselt, wollte dem Silas die gelbe Karte geben, der schon mal gelb hatte wegen Foulspiel. Dann wurde gesagt, ey, der Silas hat nichts gesagt, das war der Phil, weil er sich darüber geärgert hat, dass es keinen Elfmeter gab. Und der Phil geht natürlich raus, weil er ja behandelt wurde und kommt jetzt gleich wieder in die Partie. Ihr seht es, der Phil wurde gut und gerne 2, 2,5 Minuten behandelt, darf jetzt aber in die Partie rein und kurios, so wie es ist, er bekommt direkt den Ball. Das ist Kreis
30er, Freunde. Phil spielt den Ball weiter auf den Siggi. Jetzt kommt der Tim an den Ball und er versucht, den Ball nochmal nach vorne zu spielen. Jetzt kommt nochmal die Grätsche, ganz klares Foulspiel. Silas hier am Ball wird nochmal gehalten und gezerrt und dann gibt es auch den Pfiff. Silas versucht, den Ball natürlich schnell nach vorne zu spielen, weil die Nachspielzeit ist eigentlich rum. Aber wir müssten eigentlich durch die erste Aktion mit der gelben Karte von Matsche und eben mindestens 3 Minuten nochmal oben drauflegen und das ist nochmal ein Foulspiel. Wird nicht gepfiffen und nochmal die Grätsche hier links. Der Yannick kann den Ball ins Ausklären und der Phil, ja, war dementsprechend sauer, dass er hier keinen Pfiff bekommen hat. Und es war wieder im Strafraum, es hätte wieder Elfmeter geben müssen. Jetzt gibt es den Einwurf, wir können den Kopfball hier gewinnen und dann haut der Baker das Ding gegen die Kamera und das kippt um und ja, die Kamera hat es halbwegs überlebt. Und danach wurde das Spiel in unserem letzten Angriff abgepfiffen, kurz vorm Strafraum. Und ja, die Nachspielzeit wurde nicht verlängert, obwohl durchaus 2 oder 3 Minuten vielleicht nochmal oben drauf gelegt hätten werden können. Und danach ist leider eine Aktion passiert, die nicht passieren darf. Dafür haben wir uns absolut entschuldigt beim Unparteiischen, auch bei den Gegnern, bei unseren Mitspielern, egal, als Verein. Dem Phil sind die Sicherungen durchgebrannt und ja, er ist den Schiedsrichter danach ein bisschen angegangen und zum Glück nicht handgreiflich geworden oder so. Aber der kriegt dementsprechend seine Sperre da. Darf nicht passieren, egal was da vorher passiert ist, Freunde. Respekt gegenüber jedem, dem Schiedsrichter, Gegenspielern und Mitspielern. Ganz klar, oberste Devise. Sonst war das Spiel sehr, sehr fair, muss man sagen. Wir freuen uns auf das Rückspiel und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Kreisliga. Also, haut rein, macht's gut und bis demnächst. Ciao, ciao.